Heute schauen wir uns wieder ein neues Fahrzeug an, auf das ich schon lange gewartet habe. Eigentlich sollten wir es erst im Januar filmen, weil da kommt der Diesel zu uns. Jetzt hat sich aber die Gelegenheit geboten, weil wir, wie ihr vielleicht wisst, weil auch schon ein paar Videos kamen, es werden auch noch mehr kommen, wie nur dieses, beim Hubby sind von AutoHub. Er hat uns eingeladen hier in sein neues Studio, was er jetzt hier geschaffen hat. Und deswegen stehen wir jetzt hier auch im Studio, weil draußen ist es schmuddeliges Wetter, es schneit, deswegen bleiben wir hier für draußen jetzt einfach hier im Studio. Ja. Ich meine, ihr könnt es auch mieten, wenn ihr wollt. Und ist einiges an Ausrüstung da. Und hier können wir euch heute eben den neuen Sorento von Kia vorstellen. Ja. Wir werden ihn aber nicht nur außen euch zeigen, sondern auch innen. Und wir werden natürlich auch aus der Halle hier rausfahren und einen Fahreindruck mit euch zusammen generieren. Ich bin sehr gespannt auf das Fahrzeug. Jetzt ist es eben der Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid soll noch kommen und einen Diesel gibt es auch noch. Den Diesel werdet ihr hier im Januar bei uns noch mal sehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Hier, nicht aus dem Schwarzwald, sondern aus Bayern mit dem neuen Kia Sorento. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren, dann wachsen wir mehr und können euch natürlich auch mehr zeigen. Wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr es nicht mehr, wenn wir neue Videos hochladen, wie zum Beispiel über den neuen Kia Sorento, der derzeit bei 41.419 Euro startet, Drehzeitpunkt Dezember 2020. Dann startet er in der Ausstattungslinie Edition 7, dann kommt Vision, dann kommt Spirit und die höchste Ausstattungslinie stellt Platinum Edition da, wie bei allen Kia-Modellen. Und wir starten wie immer hier bei der Front. Massiv hat sich's verändert, ganz klar, zum Vorgänger. Und auch quasi so massiv, dass er, denke ich, auch Kunden anspricht, die er davor nicht angesprochen hat. Zum Beispiel mich. Weil der alte Sorento war zwar nicht hässlich, gar keine Frage, der war auch schön, aber ich fand ihn nie perfekt. Und der da, der sieht so gut aus. Ja? Hinten wie vorne, innen haben sie alles schön gemacht und mir gefällt er einfach richtig. Wir haben hier einen großen schwarzen Kühlergrill, ja, mit dem Kia-Logo. Hier ist noch die Frontkamera versteckt in die 360-Grad-Kamera insgesamt. Ja, zwei noch unter den Spiegel und hinten noch eine. Hier haben wir noch mal ein paar Lufteinlässe. Hier sind die Sensoren verbaut und hier noch mal so ein leichter Unterfahrschutz angedeutet, damit man eben gleich noch mehr erkennt, dass es ein SUV ist, wobei man das bei dem hier natürlich sofort erkennt. Dann kommen wir mal zu meinem Hauptteil bzw. zu meinem Favorite bei einem Auto und zwar das Licht. Sehr wichtig für mich und zwar haben wir hier natürlich Voll-LED-Scheinwerfer. Ja. Das hier sind die Hauptscheinwerfer, auch da blenden wir euch vielleicht mal noch ein Detail ein. Was ihr jetzt aber gerade seht, ist das Tagfahrlicht. Ja. Das ist dann auch gleich der Blinker, wenn ihr den Blinker betätigt. Auch da habt ihr noch ein Detail gesehen. Sieht sehr gut aus und ist natürlich auf dem neuesten Stand auch mit Voll-LED. Also wie gesagt, ich finde ihn gerade auch vorne richtig, richtig schick mit seinen ganzen Linien, die er hat, mit dem neuen Kühlergrill, mit dem, ja, also ich finde ihn einfach schön. Könnt ihr darunter schreiben, was ihr zum Design des neuen Kia Sorentos denkt. Wir sprechen über die Seite des Kia Sorentos, des neuen Kia Sorentos. Erstmal ein paar Fakten, er ist 54 Kilo leichter geworden. Das klingt bei so einem großen Auto gar nicht viel, aber jedes Kilo ist natürlich schwierig. Kennt man ja auch von Menschen, wenn man abnehmen will. Und 54 Kilo ist natürlich schon wirklich in Ordnung. 1 Zentimeter länger, breiter und höher ist er geworden wie der Vorgänger. Und 35 mm ist der Radstand vergrößert worden. Kommt wie immer natürlich den Passagieren hinten, also im Vor zugute und natürlich auch noch mal weiter hinten. Denn man kann ihn als 5-Sitzer oder als 7-Sitzer buchen. Wir haben jetzt hier den 7-Sitzer. Macht auch Sinn. Kostet nur ein paar Kröten mehr. Und wenn man die Bänke nicht braucht, kann man sie ja auch umklappen. Es gibt 10 Farben für den Kia Sorento. Wir haben jetzt das Snow White Pearl. Das ist eine Perleffektfarbe. Schöne Weißton. Gefällt mir richtig gut, der neue Sorento in dem Weiß. Wir kriegen jetzt dann den Diesel im Januar in einem Grau. Gefällt mir auch richtig gut. Bin ich mal gespannt, welche Farbe ich dann am Ende nehmen würde. Bei der Bereifung sieht es so aus. 17 bis 20 Zoll ist möglich beim Sorento allgemein. Also beim Hybrid ist es aber nur bis 19 Zoll möglich. Die haben wir jetzt hier auch wegen
Reichweite und so weiter und einfach wegen ja, Effizienz und so gibt es beim Hybrid eben die 20 Zoll Felge nicht. Da müsstet ihr dann den Diesel nehmen. Und dann sprechen wir hier über das Heck des neuen Sorentos. Hier haben wir natürlich so ein bisschen einen Spoiler, ja, der hier auch nochmal ein bisschen aerodynamisch gezeichnet ist. Wobei es ist natürlich trotzdem ein großer SUV. Genau. Dann steht hier All-Wheel Drive, weil natürlich haben wir hier ein Allrad, muss man auch dazu sagen, beim Plug-in oder beim Hybrid nicht immer der Fall. Sorento steht hier auch nochmal, das ist einfach gerade modern, ja, dass man hier so in der silbernen Schrift nochmal was hinschreibt, finde ich jetzt auch hier gelungen. Es gibt auch hier einen Wermutstropfen und auch hier gibt es einen Nachteil. Wer mich schon länger schaut, weiß es, es stört aber auch jeder, der meine Videos geschaut hat und erst dachte, naja, so wichtig ist der Punkt gar nicht. Bis er ein Auto gefahren ist, wo das so war, sagt, na, du hast schon wirklich recht. Und zwar, die Rückfahrkamera außenstehend ist nicht so gut. Ja. Die verdreckt einfach sehr schnell, auch wenn es Waschdüsen gibt. Ich meine, der hat sogar eine. Sind trotzdem Tropfen auch mal so drauf. Es ist einfach schöner, wenn die einfährt. Ja. Ab einem gewissen Preissegment erwarte ich das einfach. Ansonsten finde ich auch das Heck sehr, sehr gelungen. Es gibt so eine Kleinigkeit, die mich stört, aber Kameramann zum Beispiel stört es nicht. Das ist natürlich auch reine Geschmackssache. Und zwar haben wir hier ja die volle LED-Rückleuchten. Da seht ihr jetzt auch gerade mal noch ein Detail. Und hier, das ist hier dann der Blinker. Ja. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Mich stört das jetzt einfach von der Reihenfolge her. Ja. Ich hätte jetzt den Blinker hier hingemacht, also außen, und hätte die Rückleuchte hier hingemacht. Letztendlich ist es natürlich total egal. Ja. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr da auf meiner Seite seid oder ob ihr da sagt, nö, also so wie es ist, so sollte es auch sein. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Kunststoffbeblankung, auch nochmal so ein bisschen Alu. Keine richtige Auspuffblende eigentlich. Ja. Soll auch nochmal ein bisschen diesen Offroad-Charakter darstellen. Genau. Wie gesagt, Design finde ich echt extrem gelungen. Und jetzt ist mir der Fehler auch schon wieder unterlaufen. Man will immer hier hingreifen, um den Kofferraum öffnen. Die Taste ist aber hier unten. Ja. Wir können ihn aber auch mit dem Tritt aufmachen. Er piept jetzt einmal. Und dann wollt ihr natürlich hier alles zum Thema Kofferraumvolumen wissen. Wir blenden euch jetzt einfach mal drei Details ein. Und zwar 179 Liter sind es, wenn wir alle Sitze hochgeklappt haben beim Siebensitzer. Dann erweitert sich es auf 608 und dann erweitert sich es auf 1996 Liter. Wenn ihr den Diesel habt, sind es 910 Liter bis 2100 Liter, wenn ihr eben den Diesel habt. Also dann habt ihr ein bisschen mehr Stauvolumen. Dann noch was zur Anhängelast. Und zwar in unserem Fall sind es 750 Kilo ungebremst. Das ist auch beim Diesel der Fall. Allerdings bei uns sind es 1610 Kilo, die ihr maximal ziehen könnt mit dem Hybrid. Beim Diesel sind es 2,5 Tonnen, das ist wirklich in Ordnung. Und von dem her habt ihr da natürlich auch ein bisschen Einbußen, wenn ihr den Hybrid nehmt. Wie es dann beim Plug-in-Hybrid aussehen wird, weiß ich nicht. Der kommt erst noch beim normalen hier Hybrid, Vollhybrid nennt man das ja mittlerweile, haben wir halt eine kleine Einbußen. Wer wirklich den Sorento möchte und viel ziehen muss, 2,5 Tonnen wie gesagt, muss den Diesel nehmen. Sprechen wir über die Motorisierungen, die es gibt und oder auch kommen sollen. Es gibt einen 202 PS starken Diesel, den werden wir euch wie gesagt auch noch vorstellen. Und zwar gar nicht so lange, müsst ihr warten, im Januar kommt er auch schon. Dann gibt es noch einen 230 PS starken, also Systemleistung Hybridmotor. Vollhybrid heißt, man kann ihn nicht aufladen. Ja. Das heißt, man muss durch seine Fahrweise die Batterie aufladen und durch seine Fahrweise wird er auch wieder entleert. Kennen wir natürlich von Lexus und Toyota. Es wird aber noch ein Plug-in-Hybrid kommen. Plug-in-Hybrid bedeutet eben, ihr könnt einstecken, ihr könnt also zufahren und wenn leer, dann einfach wieder vollladen mit dem Kabel. Das geht hier natürlich nicht. Bei unserem, also bei dem Vollhybrid, ist die Höchstgeschwindigkeit bei 193 begrenzt. Bis dahin geht's. Und 9 Sekunden braucht er glatt von 0 auf 100. Mit 6,2 Litern ist der kombiniert angegeben, der Sorento Hybrid. 141 Gramm CO2 stößt auf den Kilometer aus und 67 Liter könnt ihr insgesamt in den Sorento reintanken. Ihr fragt uns ja immer, was brauchen wir? Wir sind denn jetzt natürlich dadurch, dass wir hier auf dem Event sind und mehrere Autos fahren, nicht so lang gefahren, wie wir es sonst üblich machen. Ich würde unseren Verbrauch jetzt auch erstmal verschieben, weil wir haben ihn ja nochmal, dann zwar als Diesel, aber wir haben ihn im Januar nochmal und dort haben wir ihn dann ganz gewöhnlich 2 Wochen und dann kann ich euch einen guten Wert nennen. Dann zeigen wir euch natürlich den Innenraum. Ich habe den Schlüssel jetzt hier in der Hand, mache aber nichts, um euch zu zeigen, dass wir hier auch Keyless Go haben. Spiegelklappen eines Fahrzeugs ist verriegelt. Was ich tatsächlich bei dieser
ja, Kategorie Fahrzeug und auch dadurch, dass es halt einfach der Sorento ist, also der größte SUV im Hause Kia, finde ich es ein bisschen schade tatsächlich, dass wir jetzt hier hinten kein Keyless Go haben. Ja. Muss halt vorne wieder diese Taste drücken und dann ist er offen und dann kann ich hier hinten auch mal was reinschmeißen. Stört mich halt einfach beim Gesamtteil, weil der ist innen wie außen eigentlich perfekt. Hat ein paar Nachteile wie die Rückfahrkamera, aber ansonsten wäre der eigentlich perfekt. Dann stört mich das hier tatsächlich mehr wie sonst. Aber ist halt so. Und jetzt gehe ich rein und schalte den Motor an. Dann gehen wir hier auf den Innenraum ein und wir haben hier einen feinen Ledersitz, ja, mit ein bisschen Seitenwangen und ein bisschen Seitenhalt. Der ist sehr komfortabel, für die Langstrecke definitiv auch geeignet. Elektrische Sitzverstellung ist, denke ich, klar. Wir haben sogar Memory-Sitz, zwei Sitzverstellungen kann man speichern. Und dann haben wir hier so eine kleine Ambientebeleuchtung, die zeige ich jetzt schon mal, wobei wir erst nachher drauf zu sprechen kommen, die aber sehr cool aussieht hier mit diesen Einkerbungen. Ansonsten zeigen wir euch hier immer noch die, die Ablagefächer hier. Wir haben ja hier die Möglichkeit, auch noch Flaschen reinzulegen. Allerdings ein Liter wird schon knapp. Also ich denke mal, bis 0,75 ist das Maximum erreicht. Optional haben wir hier jetzt auch die Bose-Anlage, die, glaube ich, bei der Platinum Edition, die wir jetzt hier haben, dabei ist. Aber sonst müsste man sie, glaube ich, dazu buchen. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das nicht hier auch schon Zusatz ist oder ob es schon dabei ist. Auf jeden Fall ist es natürlich nochmal vom Klangbild besser. Bose ist sehr gut, gibt natürlich trotzdem auch Besseres im Fahrzeugmarkt, aber Bose macht hier das schon recht vernünftig, muss man sagen. Und dann würde ich sagen, komme ich auch schon zu euch rein und zeige euch den restlichen Innenraum vom Kia Sorento. Und hier hat sich natürlich auch einiges getan, ja, im Vergleich zum Vorgänger. Wir starten aber natürlich wie immer mit den Materialien und die sind hier oben schon mal weich, also hier ist alles unterschäumt. Das ist auch weich, die Armauflage ist weich, alles hier ist weich und hier ist ein ganz kleiner Teil Hartkunststoff, aber auch das ist hier alles wieder weich und unten haben wir dann, ihr hört es selber, Hartkunststoff. Ansonsten haben wir aber hier im Dashboard wieder weiche Materialien. Wir haben hier eine Öffnung, Head-Up-Display ohne Scheibe, Gratulation an Kia, super Sache. Kann der ein oder andere VW noch nicht, ja? Und dann hier auch alles weich. Hier so eine, ja, soll, glaube ich, wie Alu wirken, ist aber, glaube ich, keins. Aber es fühlt sich trotzdem sehr hochwertig an. Hier ist auch alles weich. Das ist natürlich dann Hartkunststoff, ja? Auch hier das alles. Und ja, das ist dann eben hart. Aber ansonsten sind die Materialien eigentlich in Ordnung. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Lenkrad. Das fühlt sich sehr gut an, das lässt sich sehr gut anfassen. Man hat es sehr gut im Griff. Wir haben dahinter so Schalthebel, die auch nochmal Alu-Optik darstellen, aber ist natürlich Plastik. Und wir haben wieder dieses X, was wir von Kia kennen. Das heißt, mit dem linken, stelle ich alles, was mit dem rechten Bildschirm zu tun hat. Und hier rechts stelle ich alles, was mit den Assistenten oder mit dem linken Bildschirm zu tun hat, ein. Quasi eine X-Bedienung. Und ja, es funktioniert alles auch sehr gut und lässt sich auch ganz gut bedienen. Alles gar kein Thema. Und ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal umschwenken zu unserem 10,25 Zoll Display, um einfach da noch ein paar Dinge loszuwerden und euch zwei prägnante Dinge zu zeigen, die wir euch immer zeigen. Dann zeigen wir euch das 10,25 Zoll große Infotainment Display und wir zeigen euch ja immer zwei Sachen. Und das eine ist eben die Ambientebeleuchtung und da seht ihr schon, wie viel man eben auswählen kann. Da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Ich habe natürlich blau genommen, ist die schönste Farbe, braucht man nicht rum, das zu diskutieren. Dann gibt es natürlich hier so Touch-Tasten, wo man auch nochmal was machen kann, auch noch eine frei belegbare. Es bleiben trotzdem Drehregelchen, auch das ist eine wichtige Sache. Und dann zeigen wir euch hier immer noch die Kartendarstellung, ja, die findet ihr auch immer wichtig. So sieht die Kartendarstellung auf jeden Fall aus. Ich kann mit meinen Fingern auch zoomen, damit ihr einfach auch nochmal ein bisschen mehr seht. Kann man auch zwischen 3D und 2D umschalten. Genau, ich finde es gut, auch ganz groß, also das gefällt mir auch, die Anordnung.
Weiter unten haben wir schön mittig, wie Sie es gehört, die Warnblinkertaste. Wir haben hier natürlich eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, gar keine Frage, kann man sich alles einstellen. Und dann haben wir hier Lüftungsdüsen, die eigentlich auch immer ganz cool aussehen. Ja, die kann man hier auch natürlich verstellen. Hier drunter haben wir sogar noch eine, die man nochmal hier variabel verstellen kann. Also ich finde das eigentlich ja, von der Anordnung einfach sehr edel und sehr schön. Hier haben wir noch so ein Fach, da sieht man auch schon ein paar Fingerabdrücke. Das ist halt alles Pianolack, das ist natürlich immer nicht so gut, ja, weil dann halt eben alles ja, ein bisschen ja, Fingerabdrücke halt gibt. Dahinter oder darunter verbirgt sich ein AUX-Anschluss, drei USB-Anschlüsse und hier kann man natürlich auch das Smartphone induktiv laden, ist auch gummiert, das heißt, es ist fest, es fliegt nichts rum. Und dann haben wir sogar Sitzheizung und Sitzklimatisierung, das Ganze dreistufig einstellbar für Beifahrer und Fahrer. Mit dem Hebel finde ich auch sehr cool gelöst. Hier haben wir dann noch den Schalthebel, also wir haben hier keinen Hebel mehr im klassischen Sinne, sondern einfach so ein Drehregelchen, wo ich von Rückwärtsgang in Drive oder halt mit einem Klick hier drauf in P komme. Auch das wirkt sehr edel, auch wenn man da dran rum, ja, ein bisschen dran rumfasst, ist alles sehr edel gemacht und wirkt nicht billig. Cupholder haben wir auch, da passen auch gut und gerne 0,75, vielleicht sogar 1 Liter rein, wir haben jetzt keine Flasche her, ist auch gummiert. Hier ist nochmal ein kleines Fach, ist auch gummiert. Und hier kann ich dann auch nochmal durch die Drive-Modi schalten. Ich bin jetzt im ganz normalen Drive, wie ihr seht. Da kann ich dann wählen zwischen Eco, Sport und Smart. Wenn ich da aber einmal drauf drücke, bin ich im Terrain, also ein bisschen Offroad-Modus. Da kann ich dann nochmal zwischen Schnee, Matsch und Sand wählen. Genau, auch das finde ich nämlich cool gelöst. Kamera kann ich zugreifen, elektrische Parkbremse mit der Auto-Hold-Funktion, Lenkradheizung, Parktronik ausschalten, Bergabfahrhilfe. Also alles eigentlich an Bord, was man braucht. Armauflage ist auch sehr, sehr weich, wirklich groß genug, gibt es auch keine Probleme, kann man aufklappen. Auch hier nochmal so ein kleines Unterfach und auch da ist natürlich nochmal ein Riesenfach drunter, auch das ist mit Stoff bezogen, also da passt auch gut und gerne nochmal was rein. Und dann gehen wir auch gleich aufs Platzangebot ein. Ich habe den Sitz auf der tiefsten Einstellung, ich bin ca. 1,85 und ja, der Sitz fährt immer noch ein Stückchen zurück, wenn man einsteigt. Ja genau, also so kann ich sehr gut sitzen. Ich habe hier kein Panoramadach verbaut, was aber möglich wäre. Das heißt, der Dachhimmel könnte noch ein bisschen weiter runter. Die Faust passt aber sogar locker drunter. Also da könnte ich auch locker noch ein Panoramadach verbauen. Ja. Wenn ihr größer seid und ein Panoramadach wollt, könnt ihr ja gerne mal bei eurem Kia-Händler des Vertrauens Probe sitzen. Jetzt würde ich sagen, lasse ich den Sitz auch genau mal so eingestellt. Wir sitzen mal nach hinten. Dann herzlich willkommen hier im Fond des Kia Sorentos. Sonnenschutz mache ich mal runter, nur damit ihr gesehen habt, dass das auch hier verfügbar ist. Auch hier ist eine Ambientebeleuchtung, auch hier sind die Materialien fein. Wir haben keine Abwertung zu vorne, finde ich immer sehr wichtig, gerade auch in diesem Segment. Wir haben hier ein Netz oder ja, so eine Tasche auf jeden Fall nochmal. Wir haben auch hier hinten USB, 12-Volt-Anschluss, Klima, Isofix an den äußeren Sitzplätzen, Sitzheizung, zweistufig einstellbar an den äußeren Sitzplätzen, Armauflage. Und so weiter und so fort mit zwei Cupholdern. Den Sitz als solches kann man vor- und zurückschieben. Ich kann ihn von der Lehne her verstellen. Also das ist jetzt die Variante am weitesten hinten. Damit hat natürlich die hinteren nicht so viel Beinfreiheit. Ich kann den aber auch noch mal ein bisschen vorheben. Das ist die steilste Variante. Das muss nicht sein. Aber so kann ich sehr gut sitzen. Habe trotzdem noch auf jeden Fall Kopffreiheit. Da passt auf jeden Fall noch die Hand dazwischen. Und ich kann ihn ja wie gesagt auch, also ihr seht ja, ich habe hier massig Platz. Dann kann ich locker auch noch mit meiner Bank hier nach vorne fahren. Also so kann ich noch bequem sitzen, wie ihr seht. Gar kein Thema. So lasse ich es jetzt auch mal. Weil wir setzen uns natürlich noch in die dritte Sitzreihe, damit man einfach einen Einblick erhält. Wobei ich schon mal sagen kann, das ist nur für Kinder gedacht. Ich bin zu groß dafür. So, dann herzlich willkommen noch hier in der dritten Sitzreihe und ich muss sagen, es geht sogar. Beinfreiheit habe ich extrem, also wirklich gut, ich stoße nicht an und habe den Sitz ja auf mich eingestellt. Ich habe hier hinten auch noch meine eigene Klima, teilen wir euch noch ein Detail. USB habe ich hier, ich habe auch noch hier Ablagefächer, also hier mangelt es auch an nichts und Kopffreiheit. Naja, ich stoße zwar an, aber es geht trotzdem. Also ich muss jetzt hier, ungelogen, könnte ich hier eine größere Fahrt auch hier hinten machen. Klar, vorne ist es noch besser, gar kein Thema. Aber ich würde hier ungelogen, 4 Stunden würde ich locker mitfahren hier hinten. Gar kein Thema. Auch zu zweit, also ich habe hier echt genug Platz. Wenn die vorderen Männer wirklich den Sitz so eingestellt haben, wie ich jetzt vorher es euch gezeigt habe, ist es überhaupt kein Problem. Und das finde ich echt richtig gut. Und dann können hier nämlich nicht nur Kinder sitzen, sondern man könnte hier theoretisch auch mal mit 7 Erwachsenen fahren. Jetzt geht es aber dann wieder 2 Reihen nach vorne und dann fahren wir den Kia Sorento, oder? Yeah.
Dann hast du bekommen zum Fahrzeug des Sorentos, in dem Fall Hybrid. Vollhybrid, das heißt, wir können nicht laden über ein Kabel, sondern durch unsere Fahrweise. Wir sind jetzt im Eco-Modus und er startet auch immer im Elektromodus, das heißt, er startet ohne den Verbrenner. Er würde ihn zuschalten, wenn ich stark Gas gebe oder wenn die Batterie sehr schwach ist oder wenn er mal länger steht. Also mit Motor an natürlich, wenn ihr ihn abgestellt habt, dann startet nicht einfach der Motor. Wir werden nachher noch in den Sportmodus gehen, damit ihr einfach mal seht, wie er gut beschleunigt. Ich muss schon mal sagen, er fährt wirklich, also richtig komfortabel, muss ich sagen. Wir lassen mal kurz die Leute noch durch. Das Blinkergeräusch ist typisch Kia, aber jetzt sind wir gerade wieder im, ja, kurz war jetzt der E-Motor an, weil wir gestanden sind. Die Batterie ist relativ leer, deswegen ist jetzt der Verbrenner schon wieder mit zugekommen. Wir sind aber trotzdem im Eco-Modus, das heißt, er versucht sehr sparsam zu fahren. Wir fahren jetzt auch sehr ruhig. Bevor wir jetzt in den Sportmodus gehen, würden wir noch kurz die Rundumsicht machen, damit ihr da einen Eindruck bekommt, wie sich der Sorento so verhält bei der Rundumsicht. Wir sehen überall gut raus. Wir haben hinten noch sogar zwischen der C-Säule und den Fenstern auch noch mal eine kleine Scheibe, dass wir raussehen können. Trotzdem bleibt natürlich ein toter Winkel bei der C-Säule bestehen. Die ist relativ groß. Zusätzlich hätten wir aber Helferlein wie 360-Grad-Kamera, die wir uns nachher auch gleich noch anschauen gemeinsam, und Parksensoren. Jetzt sind wir im Sportmodus, da ändert sich auch der Tacho nochmal. Dann treten wir hier einmal kurz drauf. Und das kennen wir natürlich von der Vollhybriden. Ja. Er fühlt oder hört sich so ein bisschen gequält an, aber der Motor quält sich nicht wirklich. Ja. Ist nur halt ungewohnt für uns Laien, die sonst kein Vollhybrid fahren, das so zu hören. Ansonsten finde ich ihn aber auch im Sportmodus noch trotzdem komfortabel, trotzdem 19 Zöllern und trotzdem Sportmodus. Wir haben hier auch ein paar ruppige Stellen, also ein paar Bodenwellen drin, die man zwar spürt, ja, aber trotzdem ist es noch komfortabel, trotzdem Sportmodus. Sinn macht aber das Fahrzeug natürlich im Eco-Modus zu bewegen, dann ist er einfach noch mal ein bisschen ruhiger, die Drehzahl geht auch ein bisschen runter und er fährt sich halt einfach ganz gediegen. Ja, also ein sehr angenehmes Fahrzeug. Wir zeigen euch gleich auch noch die 360-Grad-Kamera, das Infotainment-System sowie das digitale Cockpit. Das ist während der Fahrt aber perfekt zu bedienen. Ja, muss man nicht lang wegschauen. Ist mit Touch steuerbar oder mit dem Drehregelchen. Das geht alles sehr flott. Klar, wenn ich ganz rüberfassen muss, dann kann ich schon, vielleicht schon mal meine Sekunde Zeit verlieren. Jetzt habe ich hier mal kurz einen Moment Zeit gefunden, wo ich mal hier rechts anhalten kann, um euch eben die Rückfahrkamera hier einmal zu zeigen. Da gehe ich auch mal in R rein. Dass ihr da einfach einen Eindruck seht, das ist der 360-Grad-Kamera, ja, ist eine schöne Ansicht. Und das ist die Rückfahrkamera und ist sehr gut, sehr scharf, muss man sagen, also wirklich eine gute Sicht. Allerdings, klar, die kann halt verdrecken, ja, ist halt einfach so, gerade bei dem Wetter. Aber an sich, seht ihr ja selber, ist eine sehr scharfe Ansicht und passt soweit. Dann fahren wir weiter. Eine Sache sage ich vielleicht noch, man fühlt sich hier einfach... Obwohl er, ja, das ist sehr schwierig. Er kostet ja 60.000 voll ausgestattet, knapp. Da ist natürlich schwierig, über günstige Preise zu reden. Aber es ist natürlich, wenn man die Konkurrenten mal vergleicht, jetzt nicht teuer. Ja. Es gibt zum Beispiel den GLE oder den GLS von Mercedes, der natürlich viel, viel mehr kostet. Oder auch von Audi, der Q7. Und der hier bietet trotzdem doch auch von den Materialien her einen sehr, sehr angenehmen, ja, angenehmen Geschmack, also, oder wie soll ich es ausdrücken? Er wirkt trotzdem sehr angenehm und sehr luxuriös, trotzdem, dass wir hier jetzt natürlich nicht so ein hochpreisiges Fahrzeug fahren. Aber ich finde, die 60.000 sind hier gut investiert, wenn man jetzt einen voll ausstattet. Die Materialien sind wirklich in Ordnung und auch die Dinge, die man hier im Innenraum hat, große Displays. Ich habe hier Lenkradheizung, ich habe Sitzheizung, Sitzklimatisierung. Also ich habe alles an Bord. Der Sitz ist total bequem, ja, kann ich mir total gut von der Langstrecke vorstellen. Und wenn ich mir dann noch bedenke, dass wir zu siebt hier sitzen können, sieben Erwachsene, wir saßen jetzt in allen Reihen, finde ich das echt in Ordnung. LED-Licht sind wir jetzt hier zugegebenermaßen noch nicht nachts gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein großer Lichtkegel gibt, LED-Licht typisch, und man halt eben sehr gut weit sieht. Wer da halt bei uns nochmal den Wert drauf legt, wartet jetzt noch bis Januar, dann haben wir den auch mal nachts gefahren. Ansonsten wäre es jetzt nur langgezogen, der Fahreindruck. Es funktioniert sonst alles. Die Verkehrszeichen haben in dieser begrenzten Zeit, die wir jetzt hatten, sehr gut funktioniert. Hat keine Fehler gemacht. Totwinkel hat funktioniert und so weiter. Und von dem her kann ich so jetzt erstmal nichts Schlechtes über den neuen Sorento sagen. Er fährt sich, wie gesagt, ist auch hier sehr angenehm.
Ich kann, wie gesagt, erstmal nichts Schlechtes feststellen. Also mir gefällt er. Es ist natürlich kein richtig sportliches Auto. Also die Lenkung ist jetzt nicht so direkt, das ist klar, aber ich denke, das ist bei so einem SUV in der Fahrzeuggröße, der auch gar nicht sportlich sein soll. Es ist ja kein GT, finde ich das auch wirklich nicht schlimm. Und lieber ein bisschen komfortabel, gerade mit diesen Sitzen und diesem großen SUV, fahre ich dann doch lieber ein bisschen komfortabler. Das soll es gewesen sein, unser Fahreindruck vom neuen Kia Sorento. Ich bin sehr angetan, ich mag ihn. Er sieht nämlich innen gut aus, die Materialien passen, er sieht außen sehr gut aus. Wirklich ein Kia, den man sehr gut empfehlen kann, wer natürlich das nötige Kleingeld dabei hat. 60.000 ist jetzt auch nicht gerade wenig, er startet aber natürlich bei 41 und da hat man auch schon ganz viele Dinge mit dabei. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Fazit, gehen wir nochmal in die Halle zurück, stellen ihn ab und sprechen nochmal ein bisschen über Preise und allgemein über den Sorento. Ja, eine Sache ist mir tatsächlich jetzt entfallen, die jetzt aber nochmal mir ins Gewissen gerufen wurde, weil ich geblinkt habe. Und zwar, wenn ihr rechts oder links blinkt, passiert es auf beiden Fällen. Ihr schaut jetzt mal hier hin, weil ich gleich links blinke. Dann wird mir hier die Kameraansicht dargestellt vom Spiegel. Und das ist ja doch sehr hilfreich. Also die km/h-Zahl bleibt trotzdem, aber mir wird hier die Kamerasicht dargestellt. Ist ein sehr, sehr cooles Feature, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte. Das Gleiche ist natürlich auf der anderen Seite, gar keine Frage. Aber das ist ein sehr, sehr cooles Feature, was wir euch noch gezeigt haben wollten. Ja, das war der erste Tag. Jetzt ist er vorbei. Und somit sind wir auch am Ende des Kia Sorentos. Jetzt habt ihr alles gesehen. Wie gesagt, ich freue mich drauf, dass wir ihn jetzt noch mal länger kriegen im Januar, weil einfach unheimlich schönes Fahrzeug geworden. Und mein Motor wird dann eben im Januar kommen. Ich würde ihn mit dem Diesel nehmen, denn Hybrid, ja, gerade der Vollhybrid ist nicht so mein Fall, weil man halt eben nicht vollladen kann. Man muss es durch seine Fahrweise machen. Er fühlt sich auch immer so ein bisschen gequält an, wobei das natürlich nicht der Fall ist, aber es hört sich halt trotzdem so ein bisschen unangenehm an beim Gas geben. Ja, also mein Fall ist es einfach nicht. Und der Plug-in-Hybrid ist auch noch nicht so weit von der Reichweite, dass ich sage, das lohnt sich für mich, weil wenn man jetzt mit dem Verbrenner reinfährt, schleppt man wieder den Akku mit sich mit. Deswegen mein Fall wäre auf jeden Fall der Diesel. Grundsätzlich zum Sorento haben sie ein unheimlich cooles Teil hingestellt. Er sieht nicht nur gut aus, sondern auch die Verarbeitungsqualität insgesamt auch innen passt auf jeden Fall. Und das Ganze für einen Preis, der eigentlich akzeptabel ist. Ich kann euch gerade mal nochmal sagen, ich schreibe mir ja derzeit auch immer die Preise nochmal ein bisschen raus, auch voll ausgestattet. Und voll ausgestattet kostet der 58.598 Euro. Klingt erstmal viel, das sind knapp 60.000 Euro. Das ist natürlich jetzt auch kein Geld, was man einfach mal so hinlegt, gar keine Frage. Aber volle Hütte machen nicht alle. Und ungehandelt, ja. Also da ist noch nichts gehandelt. Trotzdem ist es natürlich viel Geld, gar keine Frage. Aber man kriegt auch echt viel. Man hat am Ende einen Siebensitzer, wo man, wie ihr gesehen habt, in jeder Reihe eigentlich genug Platz hat. Es gibt so viele Funktionen. Man hat Lenkradheizung, man hat Sitzkühlung, man hat Sitzklimatisierung. Extrem bequeme Sitze. Großes Fahrzeug, schönes Fahrzeug mit Top-Technik, die heute aktuell ist. LED-Licht und allem drum und dran. Es gibt eigentlich nicht viel. 360-Grad-Kamera, was dem Fahrzeug fehlt. Klar hat er Nachteile, wie zum Beispiel Keyless Go nur vorne, Rückfahrkamera außenstehend. Ein paar Dingen fehlt halt, das ist einfach so, aber grundsätzlich finde ich den richtig gut gelungen, den neuen Sorento. Also haben sie wirklich richtig gut einen rausgehauen. Schreibt mal drunter, was ihr zum neuen Sorento sagt und welche Motorisierung ihr nehmen würdet. Seid gespannt, wir machen den Diesel noch und wir werden auch den neuen Sorento mit einem anderen Fahrzeug vergleichen. Da freue ich mich schon drauf. Aber welches Auto, werde ich noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Genau, das war's. Erster Tag hier beim Hubby. Und jetzt sind wir fertig mit dem Sorento. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen belohnen und natürlich auch abonnieren. Dann wachsen wir weiter, können euch mehr zeigen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, wie euch hier aus dem Schwarzwald, hätte ich fast gesagt, wir sind gar nicht heute im Schwarzwald, aber hier aus Bayern einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Video.